Nanu, was denn hier los? Morgen ist doch der Ball. Ach nee, ich dachte, sie will sich beim Ölscheich vorstellen. Als Nachwuchs. Für den Harem. Damit wird ihr Leo wohl nicht einverstanden sein. Na, wie finden Sie es? Die Hose sitzt noch nicht ganz. Nee, da kann man wohl behaupten, du, dein Lehrstück wäre das nicht. Hier, halte mal. Das ist nämlich bloß eine Kleinigkeit. Hier flüstert sie nämlich. Warte mal, wo habe ich denn die Brille? Komm, Karin, bring mir mal die Stecknadel. Na, wo sind sie? Wenn man nämlich... Komm, lass mich nicht verhungern. Wenn man hier ein bisschen absteckt, na, dreh mal deinen kleinen Popo, so, dann kriegen wir in die ganze Sache richtig Profil rein. Mhm. Krieg ich nur ein bisschen Kaffee oder nicht? Hier ist er da. Aha, danke schön, der ist aber heiß. Komm, zeig dich mal. Du hast mir keine Schande bereitet. Schick du. Jetzt siehst du direkt schlank aus. Wieso jetzt? Hör doch nicht drauf. Sind doch alles Neidhammel. Naja, auf mich hört ja keiner. Aber wenn Sie mich fragen, ich finde es direkt lebensgefährlich. Mhm. Lebensgefährlich? Ach, also bitte hier, die Nieren sind doch überhaupt nicht geschützt. Wir sind ja ganz in Ordnung. Noch, meine Liebe, noch. Naja, es sind ja nicht meine Nieren. Nee, eben. So, und du geh vor den Spiegel und zieh dich an. Schick, Frau Stanitzky. Vielen Dank. Ja, das ist doch selbstverständlich, mein Kind. Da kommt denn da gar nichts mehr, nicht mal ein bisschen Tüll? Ah. Doch, ein kleiner Schleier vors Gesicht. Na, Hauptsache. Ist doch wenigstens die Nase geschützt. Na, und ich, Frau Stanitzky? Na, hallo. Sehr hübsch sogar, aber auch nicht sehr warm. Lass das mal nicht den Sommer ansehen. Demnächst gehen Sie doch nackt zum Ball. Na, das müssten meine Töchter sein. Du Sommer, das wünsche ich mir schon lange. Kommt mal her, ihr beiden. Bitte kommt her. Na, würden die beiden mich nicht sehr gut kleiden, was? Muss schon sagen, die sehen doch wunderhübsch aus hier. Naja, viel Stoff. Viel Stoff ist ja nicht dran, aber wer will schon auf den Stoff sehen? So, und du zieh dich an und isst dann was, ja? Und du auch. Los. Na, Fritz, willst du mal sehen, was du über hast? Na, jedenfalls, meine Mutter hätte mich so nicht zum Ball gehen lassen. Ach, Sommer, das waren doch ganz andere Zeiten. Sehr richtig. Ja, du bist aber wirklich hübsch. Außerdem, ich kann gar nicht bei euch mitreden. Ich war noch nie auf dem Kostümfest. Was? Nee, dabei wollte ich immer. Aber ich weiß auch nicht, hat nie geklappt. Weißt du, ist immer was dazwischen gekommen. Mal war ich krank, mal hatte ich zu tun. Und als ich Albert kennenlernte, habe ich gedacht, jetzt habe ich endlich jemanden zum Losziehen. Denkst du, Pustekuchen. Kurz nach Weihnachten haben sie mir eingezogen. Naja, und allein wollte ich nicht. Dann kam der Krieg. Und hinterher, da hatten wir ja wohl wirklich andere Sorgen, nicht? Naja, jetzt bin ich zu alt. Ach, was reden Sie denn da? Dazu ist man doch nie zu alt. Unter den Älteren sind Sie überhaupt die Flotteste. Na, nun hör mal auf, mach mal halblang, ja? Ach, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Naja, wenn es danach ginge. Wissen Sie was? Kommen Sie doch einfach mit am Freitag. Was, ich? Nee, also ich weiß nicht. Wo gehen Sie denn eigentlich hin? Zum Polizeiball. Frau, da haben wir aber was Schickeres. Naja, ich muss ja wegen Arthur hin. Aber Arthur hat gesagt, ich soll mich nicht zielen wie eine Zicke und es wird bestimmt sehr hübsch. Wenn die Polizei außer Dienst ist, tut sich immer was. Ja? Ach nein, ich bin doch kein Teenager mehr. Na, ich vielleicht? Ich gehe mich vielleicht doch noch zu meinem Maskenball. Müsste ich nur meinen Albert rumkriegen. So eine Kateridee zum Maskenball. Ja. Bitte, was habe ich dir gesagt, Petitzen? Nun seien Sie doch kein Spielverderber. Ich gebe sich gar keine Mühe, da kriegen mich keine 10 Pferde. Ja. Macht's euch bequem, der Zirkus ist gut geheizt. Und ich sage euch, wir amüsieren uns wie Bolle. Ja, ihr es ist völlig sinnlos, sich und mit ihm zu unterhalten. Was, aber nur hören Sie. Ah, wäre ja noch schöner. Was mit Ihnen, Herr Behrens, wird Ihnen nicht so heiß? Ja, wenn ich darf. Ja, wir brauchen uns wirklich weiter nicht mit ihm zu unterhalten. Abends kriegen denn keine 10 Pferde aus dem Haus. Ja, du kannst dich gerade beklagen. Erst im vorigen Jahr noch bin ich mit dir in der Oper gewesen. 4 Stunden hat die gedauert. Ja, aber im ersten Akt, da bist du eingeschlafen. Na, tu ihr doch den Gefallen. Ach, jetzt fängst du auch noch an. Und das sind nur meine Skatbrüder, die Polizei, dein Freund und dein Helfer. Na, Sie sind einer, wo ich so gern mal mit Ihnen tanzen wollte. Na, ist ein Angebot? Albert. Na, tut mir leid, Frau Prittwitz, aber diese neumodischen Tänze, die kann ich nicht. Also, wer gibt? Ich. Du, die neuen Tänze, die bringe ich dir schon bei. Aber du kannst sie ja auch nicht. Wieso? Ich lerne die ja. Bis Sonnabend bin ich ajour. Was willst du mehr? Also, wenn ihr glaubt, dass ich mich verkleide und auf dem Tanzboden herumhopse, dann... Also, mach mich doch nicht lächerlich. Mann, in meinen Jahren, wo bleibt denn da die Würde? Och, verheb dich mal nicht, Opa. Ach, Albert, so ganz frisch bin ich ja auch nicht mehr und die trotzdem. Ja, er ist eben der Kessere. Mensch, Albert, 2 Kapellen, das was los und dufte Bienen. Bei dufte Bienen, da wird der wach. Na schön, damit wir endlich zum Spielen kommen. Was denn? Wir gehen? Ach, mein Süßer.
Ich danke dir. Ja, ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Also, wer gibt jetzt? Du gibst, Günther. Ja. Kannst sogar was gewinnen. Die schönste Maske wird prämiert. Als was gehst du denn? Ich geh doch gar nicht hin. Was? Wieso? Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Und mir redet dazu wie im lahmen Gau. Ja. Wieso? Warum wollen Sie denn nicht mit? Na, der Kleine ist noch ein bisschen schüchtern. Ach Quatsch, ist doch langweilig für mich. Ohne Frau. Ja, wieso? Da werden Sie schon eine finden. Ich wollte mich schon immer mal für Sie umsehen. Also jetzt bist du die längste Zeit Junggeselle gewesen. Warum soll es dir denn besser gehen als uns? Ich verstehe überhaupt nicht, wieso so ein netter Mann wie Sie noch nicht verheiratet ist. Ja. Danke sehr. Ich lerne eben nie jemanden kennen. Bei unserem Dienst ist ja. Na klar, wenn Sie nirgends ausgehen. Also jetzt gib's auf. Unseren Damen bist du sowieso nicht gewachsen. Klarer Fall, er kommt natürlich mit. Hallo, ist das ein Ding? Was? Bitte? Bitte? Alle mal hergucken. Oh, prima, Frau Stanitzky. Einfach toll. Oh, steht Ihnen ja fabelhaft. Was soll denn das vorstellen? Also wirklich zu doof, Mensch. Dreimal darfst du raten. So eine blöde Frage. Man sieht doch jedes Kind. Nicht wahr? Sie haben sogar solche Klapperdinger da. Ja, aber natürlich. Oh, warte mal hier. Kastagnetten. So, da bin ich. Ui, schick, Annemarie. Mensch, wie hast du dir verändert? Das Kostüm ist eine Wolke, wie eine echte Pariserin. Na bitte, was habe ich dir gesagt? Nur sieh dich doch mal richtig an. Wie schick? Ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen zu verrucht? Ach, überhaupt nicht. Also ich jedenfalls würde mich öffentlich nicht so zeigen. Nee, ich auch nicht an deiner Stelle. Jeder muss wissen, was er tut. Eben. Soll ich nicht lieber den Schlitz ein bisschen zunehmen? Das ist nicht ein Stich. Aber man sieht doch das Strumpfband. Soll wohl das gewisse Olala vorstellen. So, mein Herzettchen. Und wir kommen, dann fangen wir nochmal an. Also, jetzt ganz ruhig. Eins, zwei. Tschatschatscha. Aua, aua. Was ist denn? Der unterste, der war meiner. Oh, entschuldige. Oh. Also, wie ich diesen Ball durchstehen soll, das weiß ich noch gar nicht. Na ja, jedenfalls nicht auf meinen Füßen. Na, meine spüre ich schon gar nicht mehr. Mein Gott, war das ein Ding. Was ist denn mit dir los? Nee, komm, keine Müdigkeit vor Schützen. Was? Aber, komm, mein Schatz, komm. Aber jetzt, Trutchen, also, pass auf. Trutchen, weißt du, was ich jetzt gerne möchte? Ja? Trutchen, schau mal, wie spät es ist. Es ist doch fast 8 Uhr. Ja, und? Ich kann doch die Kegelbrüder nicht allein lassen. Aber Albert. Trutchen, mach's gut. Nein. Und üb schön weiter, ja? Albert, nicht. Ja, jetzt kann er wieder laufen. Brettwitzen wollte auch längst hier sein. Aua, was ist denn hier los? Was hat er denn da? Kostümfalle. Nee. Ja, hallo Stanitzky? Brettwitz, du bist es? Ja, wieso bist du nicht gekommen? Was, du hast gefunden? Nein. Also was geht denn dein Arthur nun? Als Pascha? Na, sieh mal an. Du, da würde ich aufpassen. Doch, in den Kostümen spiegeln sich die geheimsten Wünsche der Menschen wieder, sagen die Psychologen. Nö, als was meiner geht, weiß ich nicht. Ja, natürlich weiß ich schon, wo sein Kostüm liegt, aber ich gehe nicht ran. Nee, du, die Blöße gebe ich mir nicht. Mhm, natürlich, schöner wär's schon. Könnte man ihn ja ein bisschen im Auge behalten, ne? Nein, nicht nachspionieren. Natürlich, du, wäre doch interessant, was? Zu wissen, was die so anstellen, wenn wir sie mal alleine lassen. Fritz, warte mal einen Moment, ja? Nur einen kleinen Moment. Was ist denn das? Ach, du meine Güte. Stell dir vor, der geht anscheinend als Seeräuber. Naja, aber ist doch unpraktisch. Was meinst du, wie viele so rumlaufen? Kann ich doch überhaupt nie feststellen, wer er ist. Ach, tu mir schon Gefallen, ja? Beeil dich. Seeräuber. Warum denn noch so ein Flicken? Na hör mal, das ist doch mein Erkennungszeichen. Und er merkt das ja gar nicht bei den vielen anderen Flicken. Aber sie hätten doch noch die Maske, um ihn zu erkennen. Ach, so eine Maske. Quatsch, nachher laufen da noch viele so eine Gesichter rum. Nee, mein Flicken hier, das ist mein Erkennungszeichen. Das wird ja spannend. Ja. Hab schon eine Begleitung. Was? Ach, da flachst doch bloß. Abwarten. Ja, und das erfahren wir nur so nebenbei? Ja, dann erzähl doch mal. Ja. Wie ist das Unglück passiert? Direkt an meiner Kreuzung. Sie heißt Lilo.
Kessernamen. Ach, sei doch mal ruhig. Ja, sie bog falsch ab und ich stoppte sie. Ja, und dann? Ja, dann drehte sie die Scheibe runter und nahm die Sonnenbrille ab. Da habe ich ihr das erste Mal in die Augen gesehen. Sommerkleid mit Dekolleté, wa? Ach, Quatsch. Ich sag doch, sie hat die Sonnenbrille abgenommen. Ach, Liebe auf den ersten Blick, na dann, Prost. So ähnlich. Ja, weia, den hat sie aber erwischt. Da siehst du mal wieder, wie gefährlich unser Beruf als Polizist ist. Ja. Und du hast dann natürlich sofort die Initiative ergriffen, nicht? Natürlich. Ich habe sie gebührenpflichtig verwarnt. Ein feiner Kavalier nimmt Geld von einer Dame. Konnte ich leider nicht, sie hatte keins bei sich. Ach? Ich wollte die 5 Mark auslegen. Ach nee, man lernt doch nie aus. Wann bist du denn mit dir verabredet? 8:30. Halb neun? Musst du dich aber ganz schön ranhalten. Ist nämlich schon 10 Minuten vor halb. Bitte? Ja, tatsächlich. Ja, hättest du dich vorher ein bisschen beeilt, brauchst du jetzt nicht so zu hetzen. Aber die Badezimmer schaffe ich ja trotzdem noch. Nee. Ja, nun mach mal los. Nun mach mal, dass die Kleine nicht so lange warten muss. Was denn nun? Wie? Du meine Güte, ja, so kannst du natürlich nicht gehen. Ja, was ist denn passiert? Alles aufgeplatzt. Ach, du liebes Lottchen, Frau Kleinschmidt! Frau Kleinschmidt! Können Sie mal rasch kommen? So was. Das sieht ja schön aus. Hier ist hier was geplatzt. Können Sie mir das ein bisschen nähen? Ja, ja, das mache ich Ihnen ganz schnell. Dankeschön. Wie lange dauert das? Höchstens eine Viertelstunde. Viertelstunde ist unmöglich. Ich hab eine Verabredung. Ja, schneller geht's nicht. Was mache ich jetzt? Ja, ach, weißt du was? Nimmst du einfach mein Seeräuberhemd und die Maske. Ja, ich hab's ja gar nicht so eilig. Ja, passt mir denn das? Ja klar, wir haben doch die gleiche Figur. Prima, vergesse ich dir nie. Wo ist denn die Maske? Hier. Ja, weißt du, da gehe ich eben oben als Cowboy. Ist mir doch nur das Biber egal. Passt ja auch. Prima. Bleib die bloß. Verstehst du das? Wie teuer denn wieder? Oh, süßer, nein, wir warten auf jemanden. Entschuldige. Was wir schon für Körbe gegeben haben, ja. Ach, du siehst ja prima aus. Na, bei meiner Figur, Mensch. Danke. So, dann lass ich mal gucken. Du, guck mal, ich hab mir noch eine Perücke gepumpt. Du siehst aus wie eine Fritz auf dem Gedeckmann. Das ist so. Da ist deine Herr. Wo kommst du denn jetzt her? Wir sind schon längst da. Moment, darf ich dir meine Freunde vorstellen? Stand. Fritz. Freut mich. Stanitzki. Sind Sie auch bei der Polizei? Ich? Ach nein, nur vorübergehend. Das ist Lilo. Da haben also Rittens Vergnügen, nicht? Ja. Geh doch schon mit deinen Freunden. Ich komme gleich nach. Ja? Ach, na, komm schon, ich war nicht. Nein, nein, nein. Komm los. Komm. Nicht so schnell. Entschuldigen Sie. Da drüben sind Sie ja. Gut, tatsächlich. Nein, Sie ist von mir. Na? Ach, weiß es. Sieht mein Auto nicht süß aus? Na, mein Albert, ein schicker Seeräuber. Was geht dir los? Bist du schon müde? Na, guck dir doch meine Bärens an. Schon jetzt ist er müde. Da kriegt er natürlich nie eine Frau. Wo ist denn hier die Theke? Da hinten, glaube ich. Ja, da. Entschuldigung. Ich komme da. Ja, ist gut. Na nun, was ist denn mit meinem Albert los? Entschuldigen Sie mal. Der kriegt's fertig und Türen. Ach wo? Ja, heute Abend ist doch im Fernsehen ein Krimi. Es ist doch eigentlich ganz nett, wenn ein Mann so häuslich ist. Ja, ja, aber man kann's auch übertreiben, nicht? Da ist er ja wieder. Da! Wen hat er denn dabei sich? Mit der ganz schicken Biene, sag ich dir. Ja, mein Albert, der Mann wirkt immer Frauen. Der hat das gewisse Etwas. Hallo. Prost. Prost. Deutsche Bier ist ja Sonderklasse. Dufte. Sag mal, ja? Wo ist eigentlich Günther? Der muss jetzt tanzen, der Herbst. Gucken Sie doch mal, wie die tanzen. Tango, das kann er doch noch von früher. Na, der geht aber ran. Ja, das gehört dazu. Also, ich weiß nicht, ob ich da so ruhig bleiben würde. Tide, ich habe den treuesten Mann von der Welt. Von mir aus kann er sich heute mit Hunderten amüsieren. Im Gegenteil, du. Oh, ich sag dir, wenn wir schon mal Mäuschen spielen, dann wollen wir was zu sehen bekommen. Die sehe ich mir mal von vorne an. Na, wo ist nun Ihr Tänzer? Ach, Sie, junger Mann,
komm, sie wollte mit mir tanzen. Komm, hau ab. Oh, hast du gehört, hau ab, Puppe? Oh, du mein Kleiderschrank. Sie haben mich doch vorhin zum Tanzen aufgefordert. Ja, mein Schatz. Ja, ich komme auf Ihren Antrag zurück. Darf ich bitten? Ja, aber komm, Junge. Hallo, was ist denn? Wo wollen Sie mit mir hin? Komm, mit mir tanzen. Pardon. Die haben gar nichts gemerkt. Muss Liebe schön sein. Ja, aber nicht mehr lange. Was denn? Die ganze Zeit? Die ganze Zeit, sage ich dir. Und wie? Immer auf Tuchfühlung. Na, das gehört doch dazu. Also lange sehe ich mir das nicht mehr an. Guck mal. Aber Sie haben doch vorhin selbst gesagt, er könnte sich wohl mit Hunderten amüsieren. Ja, mit Hunderten schon, aber noch nicht immer mit ein und derselben. Warum sind Sie doch nicht so? Der tanzt weiter. Und bei mir hat er gesagt, er kapiert den Schritt nicht. Tinte, der Mann führt ein Doppelleben. Ja, aber wo denken Sie hin? Ich habe mich so auf diesen Ball gefreut. Aber Frau Strangnitzky, das ist doch bestimmt halb so schlimm. Und gleich ist doch Mitternacht, da haben Sie ihn doch wieder. Nein, ich sehe mir das nicht eine Sekunde länger mit an, das sage ich dir. Wo ist er denn? Wo da? Ah. Lass mich! Jetzt habe ich aber langsam Durst. Moment! Jetzt sofort so. Wer hat eine Zigarette für mich? Sie erlauben. Ja, natürlich. Geben Sie sich gar keine falschen Hoffnungen. Der Mann ist verheiratet. Welcher Mann? Na, der Mann, auf dessen Schoß Sie hier eben gesessen haben. Verheiratet? Ja, und wie? Sagen Sie das nochmal. Oh Gott, schwerhörig ist er auch noch. Der Mann, auf dessen Schoß Sie gesessen haben, ist verheiratet. Aber das ist doch unmöglich. Wieso? Aber das, er hat mir was ganz anderes erzählt. Oh, na Kunststück, dreimal dürfen Sie raten, warum der Ihnen was anderes erzählt hat. Das ist wirklich ganz unmöglich, weil eben noch haben wir gesprochen. Der hat mir gesagt, na? Ich wäre die Frau seines Lebens. Ja. Dasselbe hat er mir auch mal gesagt, aber vor 28 Jahren. 28 Jahre. Ja, langsam könnte dir wirklich was Neueres einfallen. Der kann was erleben. Ja, worauf Sie es sogar verlassen können. Sie nehmen zuerst vor, ja? Und dann zu Hause, dann knüpfe ich mit dem Burschen vor. Besser. So, da bin ich wieder. Demaskierung. Hutchen, hast du dich gut amüsiert? Du bist der Cowboy? Ja, hätte ich mir selbst ja gar nicht ausgesucht. Aber du hättest mich mal als Seeräuber sehen sollen. Aber als Seeräuber? Ja, aber mein Kostüm habe ich in der Günther gepumpt, weil seins da hinten geplatzt war. Was ist denn los? Ich
muss Günther Behrens finden. Nun mach nur keinen Quatsch. Sie dürfen das junge Glück nicht stören. Er hat nämlich eine gefunden. Ja, lieber auf den ersten Blick. Der ist selig. Oh Gott. Ja, sag mal, Günther, was ist denn los? Was ist denn? Sie hat mich einfach stehen lassen. Ist auch von davon. Was? Und behauptet steif und fest, ich wäre verheiratet. Wie sind darauf gekommen? Angeblich hat sie meine Frau gesprochen. Naja, das kann ja aber nur ein Versehen sein. Nicht, das bringe ich wieder in Ordnung, Bären. Hallo! Gott, ist das ein Glück, dass ich Sie noch erwische. Sie, das war ja solch ein Schreck, als plötzlich mein Mann eben vor mir stand. Sie können sich beruhigen, ich werde nicht wiedersehen. Nur Sie, da kriegen Sie es aber mit mir zu tun. Ich bin doch so froh, dass er Sie hat. Die ganze Zeit habe ich versucht, ihm meine Frau zu besorgen. Ihr Mann? Ach, wer redet denn von meinem Mann? Passen Sie auf, ich erzähle Ihnen alles später, ja? Nur eins, eins müssen Sie mir bitte versprechen. Erzählen Sie keinem Menschen, dass ich vorhin da mit Ihnen gesprochen habe. Ja, aber Moment mal, ist er denn nun verheiratet oder nicht? Nein, das ist es doch alles ein Irrtum. Aber bitte, kommen Sie, kommen Sie. Oh, ja, alles, alles Gute. Jetzt fehlen nur noch die Verlobungsringe. Sorgen wir in anderthalb Stunden, wenn die Geschäfte aufmachen. Ich glaube, ich habe einen kleinen Schwips. Was? Dann mache ich unsere Tasse Kaffee. Ich glaube, die haben überhaupt alle nötig. Tschüss, nimm die Beine weg. Ach, komisch, zuerst habe ich gar nicht geglaubt, dass Günther der Richtige für mich ist. Aber heute Nacht, als dann plötzlich alles aus sein sollte, dann habe ich doch gemerkt, dass ich ohne ihn gar nichts sein kann. Gutchen, darf ich dir was helfen? Aber nein, warum denn? Es geht doch alles gut. Du sag mal, ich möchte doch zu gerne wissen, wer die Frau ist, die auf dem Ball behauptet hat, der Seeräuber wäre mit ihr verheiratet. Ach, und warum denn? Ich bin eben neugierig. Ja, ich nicht. Außerdem, ich meine, die beiden, die können ja der Frau nur dankbar sein, nicht? Hast doch gehört, was Lilo eben gesagt hat. Gut. Oh, ja, ja, so kann man es auch sehen. Ja, sicher. Ja, außerdem, du hast ja gar nicht gewusst, dass ich mir ein Seeräuberkostüm ausgesucht habe. Aber Albert, ich bitte dich, du kennst mich doch. Aber eines musst du mir trotzdem erklären. Ja? Was? Du bist doch Lilo zur Garderobe nachgelaufen. Aha. Ja, woher hast du denn gewusst, dass das Lilo war? Du kanntest sie doch gar nicht. Kann ich dir die Frage ein andermal beantworten? Ja, von mir aus. Also bis dahin wird dir sicher was Plausibles eingefallen sein. Mhm. Bestimmt. Ja, prima. Sag mal, wo bleibt die bloß? Verstehst du das? Sie trödeln wieder. Oh, süßer, süßer, nein, wir warten auf jemanden. Entschuldige. Was wir schon für Körbe gegeben haben heute. Ach du, du siehst ja prima aus. Aber in meiner Figur, Mensch. Danke. Ja. So, dann lass ich mal gucken. Du, guck mal, ich habe mir noch eine Perücke gebunden. Du siehst aus wie eine Fritz auf dem Gedeckmann. Das ist so. Das ist eine, ja. Was machst du denn jetzt hier? Wir sind schon längst da. Moment, darf ich dir meine Freunde vorstellen?
Verstanden? Prippitz. Freut mich. Stanitzky. Sind Sie auch bei der Polizei? Ich? Ach nein, nur vorübergehend. Das ist Lilo. Da haben also Rinnens Vergnügen, nicht? Ja. Geh doch schon mit deinen Freunden. Ich komme gleich nach. Ja? Na, komm, komm schon, ich war nicht. Nein, nein, nein. Los, komm. Nicht so schnell. Nein, sind Sie da? Da drüben sind Sie ja. Gut, tatsächlich. Nein, Sie ist von mir. Na? Ach, weiß es. Sieht mein Auto nicht süß aus? Na, mein Albert. Ein schicker Seeräuber. Was ist denn mit dir los? Bist du schon müde? Na, guck dir doch mal den Bärens an. Schon jetzt ist er müde. Da kriegt er natürlich nie eine Frau. Wo ist denn hier die Theke? Da hinten, glaube ich. Ja, da. Entschuldigung. Ich komme da. Ja, ist gut. Na nun, was ist denn mit meinem Albert los? Entschuldigen Sie mal, entschuldigen Sie. Der kriegt's fertig und türmt. Ach, wo? Ja, heute Abend ist doch im Fernsehen ein Krimi. Es ist doch eigentlich ganz nett, wenn ein Mann so heuchelt. Ja, ja, aber man kann's auch übertreiben, nicht? Da ist er ja wieder. Da! Wen hat er denn da bei sich? Mit der ganz schicken Biene, sag ich dir. Ja, mein Albert, der Mann wirkt immer Frauen. Der hat das gewisse Etwas. Hallo. Prost. Prost. Deutsche Bier ist ja Sonderklasse. Dufte. Du sag mal, ja? Wo ist eigentlich Günther? Der muss jetzt tanzen, der Herbst. Gucken Sie doch mal, wie die tanzen. Tango, das kann er doch noch von früher. Na, der geht aber ran. Ja, das gehört dazu. Also, ich weiß nicht, ob ich da so ruhig bleiben würde. Tide, ich hab den treuesten Mann von der Welt. Von mir aus kann er sich heute mit Hunderten amüsieren. Im Gegenteil, du. Oh, ich sag dir, wenn wir schon mal Mäuschen spielen, wollen wir was zu sehen bekommen. Die sehe ich mir mal von vorne an. Na? Gut da. Lass mich. Jetzt habe ich aber langsam Durst. Moment. Jetzt sofort so. Oh. Wer hat deine Zigarette für mich? Sie erlauben. Ja, natürlich. Geben Sie sich gar keine falschen Hoffnungen. Der Mann ist verheiratet. Welcher Mann? Na, der Mann, auf dessen Schoß Sie hier eben gesessen haben. Verheiratet? Ja, und wie? Sagen Sie das nochmal. Oh Gott, schwerhörig ist er auch noch. Der Mann, auf dessen Schoß Sie gesessen haben, ist verheiratet. Aber das ist doch unmöglich. Wieso? Aber das, er hat mir was ganz anderes erzählt. Oh, na Kunststück, dreimal dürfen Sie raten, warum der Ihnen was anderes erzählt hat. Das ist wirklich ganz unmöglich, weil eben noch ja? haben wir gesprochen. Der hat mir gesagt, na? Ich wäre die Frau seines Lebens. Ja. Dasselbe hat er mir auch mal gesagt, aber vor 28 Jahren. 28 Jahre. Ja, langsam könnte dir wirklich was Neueres einfallen. Ich glaub, der kann was erleben. Na, worauf Sie sogar verlassen können. Sie nehmen zuerst vor, ja? Und dann zu Hause, da knüpfe ich mit dem Burschen vor. Besser. So, da bin ich wieder. Demaskierung. Gutchen, hast du dich gut amüsiert? Du bist der Cowboy? Ja, hätte ich mir selbst ja gar nicht ausgesucht. Aber du hättest mich mal als Seeräuber sehen sollen. Aber als Seeräuber? Ja, aber mein Kostüm habe ich in Herr Günther gebunden, weil seins da hinten geplatzt war. Gott,
Was ist denn los? Ich muss Günther Behrens finden. Nun, mach mir nur keinen Quatsch. Sie dürfen das junge Glück nicht stören. Er hat mir mit einem gefunden. Ja, lieber auf den ersten Blick. Der ist selig. Oh Gott. Ja, sag mal, Günther, was ist denn los? Was ist denn? Sie hat mich einfach stehen lassen. Ist auf und davon. Was? Und behauptet steif und fest, ich wäre verheiratet. Wie ist denn darauf gekommen? Angeblich hat sie meine Frau gesprochen. Ja, ja, das ist geschehen. Wie lange dauert das? Höchstens eine Viertelstunde. Viertelstunde ist unmöglich. Ich hab eine Verabredung. Ja, schneller geht's nicht. Ja, und was mache ich jetzt? Ja, ach, weißt du was? Nimmst du einfach mein Seeräuberhemd und die Maske. Ja, ich hab's ja gar nicht so eilig. Ja, passt mir denn das? Ja, klar, wir haben die gleiche Figur. Prima, vergesse ich dir nie. Wo ist denn die Maske? Hier. Ja, weißt du, da gehe ich eben oben als Cowboy. Ist mir doch nur das Biber egal. Passt ja auch. Prima. Sag mal, wo bleibt die bloß? Verstehst du das? Die trödeln wieder. Oh, süßer, süßer. Nein, wir warten auf jemanden. Entschuldige. Was wir schon für Körbe gegeben haben heute. Achtung, du siehst ja prima aus. Na, bei meiner Figur, Mensch. Danke. So, dann lass ich mal gucken. Du, guck mal, ich habe mir noch eine Perücke gepumpt. Du siehst aus wie Fritz auf dem Gedeckmann. Das ist so. Das war der, ja. Wo bist du denn jetzt hier? Wir sind schon längst da. Moment, darf ich dir meine Freunde vorstellen? Stand. Fritz. Freut mich. Stanitzki. Sind Sie auch bei der Polizei? Ich? Ach nein, nur vorübergehend. Das ist Lilo. Da haben also Rittens Vergnügen, nicht? Ja. Geh doch schon mit deinen Freunden. Ich komme gleich nach. Ja? Na komm, komm schon, ich war nicht. Nein, 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 los, komm. Nicht so schlimm. Entschuldigen Sie. Oh, tatsächlich. Nein, sie ist von mir. Na? Ach, weiß es. Sieht mein Auto nicht süß aus? Na, mein Albert. Ein schicker Silber. Was geht dir los? Bist du schon müde? Na, guck dir doch mal den Behrens an. Schon jetzt ist er müde. Da kriegt er natürlich nie eine Frau. Wo ist denn hier die Theke? Da hinten, glaube ich. Ja, da. Entschuldigung. Ich komme da. Ja, ist gut. Na nun, was denn mit meinem Albert los? Entschuldigen Sie. Der kriegt's fertig und türmt. Ach wo? Ja, heute Abend ist doch im Fernsehen ein Krimi. Es ist doch eigentlich ganz nett, wenn ein Mann so häuslich ist. Ja, ja, aber man kann's auch übertreiben, nicht? Da ist er ja wieder. Da! Wen hat er denn da bei sich? Mit der ganz schicken Biene, sag ich dir. Ja, mein Albert, der Mann wirkt immer Frauen. Der hat das gewisse Etwas. Hallo. Prost. Prost. Deutsche Bier ist ja Sonderklasse. Duft. Sag mal, ja? Wo ist eigentlich Günther? Der muss jetzt tanzen, der Herbst. Gucken Sie doch mal, wie die tanzen. Tango, das kann er doch noch von früher. Hat nie geklappt. Weißt du, ist immer was dazwischen gekommen. Mal war ich krank, mal hatte ich zu tun. Und als ich Albert kennenlernte, habe ich gedacht, jetzt habe ich endlich jemanden zum Losziehen. Denkst du, Pustekuchen. Kurz nach Weihnachten haben sie mir eingezogen. Naja, und allein wollte ich nicht. Dann kam der Krieg. Und hinterher, da hatten wir ja wohl wirklich andere Sorgen, nicht? Naja. Jetzt bin ich zu alt. Ach, was reden Sie denn da? Dazu ist man doch nie zu alt. Unter den Älteren sind Sie überhaupt die Flotteste. Na, nun hör mal auf, mach mal halblang, ja? Ach, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Naja, wenn es danach ginge. Wissen Sie was? Kommen Sie doch einfach mit am Freitag. Was, ich? Ach nee, also ich weiß nicht. Wo gehen Sie denn eigentlich hin? Zum Polizeiball. Frau, da haben wir aber was Schickeres. Naja, ich muss ja wegen Arthur hin. Aber Arthur hat gesagt, ich soll mich nicht zielen wie eine Zicke. Und es wird bestimmt sehr hübsch. Wenn die Polizei außer Dienst ist, tut sich immer was. Ja? Ach nein, ich bin doch kein Teenager mehr. Na, ich vielleicht? Ich gehe mich vielleicht doch noch zu meinem Maskenball. Müsste ich nur meinen Albert rumkriegen. So eine Kateridee zum Maskenball. Ja, bitte, bitte, was habe ich dir gesagt, Petwitzen? Nun seien Sie doch kein Spielverderber. Ich gebe sich gar keine Mühe, da kriegen mich keine 10 Pferde. Ja. Macht es euch bequem, der Zirkus ist gut geheizt. Und ich sage euch, wir amüsieren uns wie Bolle. Ja, ihr vielleicht. Es ist völlig sinnlos, sich mit ihm zu unterhalten. Was, aber nur hören Sie. Wäre ja noch schöner. Was mit Ihnen, Herr Behrens, wird Ihnen nicht so heiß? Ja, wenn ich darf. Ja, wir brauchen uns wirklich weiter nicht mit ihm zu unterhalten.
Abends kriegen denn keine 10 Pferde aus dem Haus. Du kannst dich gerade beklagen. Erst im vorigen Jahr noch bin ich mit dir in der Oper gewesen. 4 Stunden hat die gedauert. Ja, 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 aber im ersten Akt, da bist du eingeschlafen. Na, tu mir doch den Gefallen. Ach, jetzt fängst du auch noch an. Und das sind nur meine Skatbrüder, die Polizei, dein Freund und dein Helfer. Na, Sie sind einer, wo ich so gern mal mit Ihnen tanzen wollte. Na, ist ein Angebot? Albert. Na, tut mir leid, Frau Prittwitz, aber diese neumodischen Tänze, die kann ich nicht. Also, wer gibt? Ich. Du, die neuen Tänze, die bringe ich dir schon bei. Aber du kannst sie ja auch nicht. Wieso, ich lerne die ja. Bis Sonnabend bin ich ajour. Was willst du mehr? Also, wenn ihr glaubt, dass ich mich verkleide und auf dem Tanzboden herumhopse, dann... Mach mich doch nicht lächerlich, Mann, in meinen Jahren, wo bleibt denn da die Würde? Och, verheb dich mal nicht, Opa. Ach, Albert, so ganz frisch bin ich ja ohne mehr und die trotzdem. Ja, er ist eben der Kessere. Mensch, Albert, zwei Kapellen, da ist was los und dufte Bienen. Bei dufte Bienen, da wird der wach. Na schön, damit wir endlich zum Spielen kommen. Was denn? Wir gehen? Ach, mein Süßer. Ich danke dir. Ja, 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 ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Ja, ist ja schon gut. Ja. Also, wer gibt jetzt? Du gibst, Günther. Ja. Kannst sogar was gewinnen. Die schönste Maske wird prämiert. Als was gehst du denn? Ich geh doch gar nicht hin. Was? Wieso? Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Und mir redet... Natürlich weiß ich schon, wo sein Kostüm liegt, aber ich geh nicht ran. Hey, du, die Blöße gebe ich mir nicht. Hm? Mhm, natürlich. Schöner wär's schon. Könnte man ihn ja ein bisschen im Auge behalten, ne? Nein, nicht nachspionieren. Natürlich, du, wär doch interessant, was? Zu wissen, was die so anstellen, wenn wir sie mal alleine lassen. Prittwitz, Prittwitz, warte mal einen Moment, ja? Nur einen kleinen Moment. Wo ist denn das? Du meine Güte. Stell dir vor, der geht anscheinend als Seeräuber. Naja, aber ist doch unpraktisch. Was meinst du, wie viele so rumlaufen? Kann ich doch überhaupt nie feststellen, wer er ist. Ach, tu mir schon Gefallen, ja? Beeil dich. Seeräuber. Warum denn noch so ein Flicken? Na hör mal, das ist doch mein Erkennungszeichen. Und er merkt das ja gar nicht bei den vielen anderen Flicken. Aber Sie hätten doch noch die Maske, um ihn zu erkennen. Ach, so eine Maske. Quatsch. Nachher laufen da noch viele so eine Gesichter rum. Nee, nee. Mein Flicken hier. Das ist mein Erkennungszeichen. Das wird ja spannend. Ja. Hab schon eine Begleitung. Was? Ach, da flachst doch bloß. Abwarten. Ja, und das erfahren wir nur so nebenbei? Ja, dann erzähl doch mal. Ja. Wie ist das Unglück passiert? Direkt an meiner Kreuzung. Sie heißt Lilo. Kessername. Sei doch mal ruhig. Ja, sie bog falsch ab und ich stoppte sie. Ja, und dann? Ja, dann drehte sie die Scheibe runter und nahm die Sonnenbrille ab. Da habe ich ihr das erste Mal in die Augen gesehen. Sommerkleid mit Dekolleté, wa? Ach, Quatsch. Ich sag doch, sie hat die Sonnenbrille abgenommen. Ach, Lilo auf den ersten Blick, na dann Prost. So ähnlich. Ja, weia, den hat sie aber erwischt. Da siehst du mal wieder, wie gefährlich unser Beruf als Polizist ist. Ja, und du hast dann natürlich sofort die Initiative ergriffen, nicht? Natürlich. Ich habe sie gebührenpflichtig verwarnt. Ein feiner Kavalier nimmt Geld von einer Dame. Konnte ich leider nicht, sie hatte keins bei sich. Ach? Ich wollte die 5 Mark auslegen. Ach nee, man lernt doch nie aus. Wann bist du denn mit dir verabredet? 8:30. 8:30? Musst du dich aber ganz schön ranhalten. Ist nämlich schon 10 Minuten vor 11. Bitte? Ja, tatsächlich. Ja, ja, hättest du dich vorher ein bisschen beeilt, brauchst du jetzt nicht so zu hetzen. Aber die Badezimmer schaffe ich ja trotzdem noch. Nee. Ja, nun mach mal los. Nun mach mal, dass die Kleine nicht so lange warten muss. Was denn nun? Wie? Du meine Güte, ja, so kannst du natürlich nicht gehen. Ja, was ist denn passiert? Alles aufgeplatzt. Ach, du liebes Lottchen, Frau Kleinschmidt! Frau Kleinschmidt! Können Sie mal rasch kommen? So was. Das sieht ja schön aus. Hier ist hier was geplatzt. Kannst du mir das... Wo bist du nicht gekommen? Was, du hast gefunden? Nein. Also was geht denn dein Arthur nun? Als Pascha? Na, sieh mal an. Du, da würde ich aufpassen. Doch, in den Kostümen spiegeln sich die geheimsten Wünsche der Menschen wieder, sagen die Psychologen. Nö, also was meiner geht, weiß ich nicht. Ja, natürlich weiß ich schon, wo sein Kostüm liegt, aber ich geh nicht ran. Hey, du, die Blöße gebe ich mir nicht. Mhm,
Natürlich, schöner wäre es schon. Könnte man ihn ja ein bisschen im Auge behalten, ne? Nein, nicht nachspionieren. Natürlich, du, wäre doch interessant, was? Zu wissen, was die so anstellen, wenn wir sie mal alleine lassen. Fritz, warte mal einen Moment, ja? Nur einen kleinen Moment. Was ist denn das? Ach, du meine Güte. Stell dir vor, der geht anscheinend als Seeräuber. Naja, aber ist doch unpraktisch. Was meinst du, wie viele so rumlaufen? Kann ich doch überhaupt nie feststellen, wer er ist. Ach, tu mir schon Gefallen, ja? Beeil dich. Seeräuber. Warum denn noch so ein Flicken? Na hör mal, das ist doch mein Erkennungszeichen. Und er merkt das ja gar nicht bei den vielen anderen Flicken. Aber Sie hätten doch noch die Maske, um ihn zu erkennen. Ach, so eine Maske. Quatsch. Nachher laufen da noch viele so eine Gesichter rum. Nee. Mein Flicken hier, das ist mein Erkennungszeichen. Das wird ja spannend. Ja. Hab schon eine Begleitung. Was? Ach, der flachst doch bloß. Abwarten. Ja, und das erfahren wir nur so nebenbei? Ja, dann erzähl doch mal. Ja. Wie ist das Unglück passiert? Direkt an meiner Kreuzung. Sie heißt Lilo. Kessername. Ach, sei doch mal ruhig. Ja, sie bog falsch ab und ich stoppte sie. Ja, und dann? Ja, dann drehte sie die Scheibe runter und nahm die Sonnenbrille ab. Da habe ich ihr das erste Mal in die Augen gesehen. Sommerkleid mit Dekolleté, wa? Ach, Quatsch. Ich sag doch, sie hat die Sonnenbrille abgenommen. Ach, Lilo auf den ersten Blick, na dann Prost. So ähnlich. Oh, Bayer, den hat's aber erwischt. Da siehst du mal wieder, wie gefährlich unser Beruf als Polizist ist. Ja, und du hast dann natürlich sofort die Initiative ergriffen, ne? Natürlich. Ich hab sie gebührenpflichtig verwarnt. Du feiner Kavalier nimmt Geld von der Dame. Konnte ich leider nicht, sie hatte keins bei sich. Ach? Ich wollte die 5 Mark auslegen. Ach nee, man lernt doch nie aus. Wann bist du denn mit dir verabredet? 8:30. Halb neun? Musst du dich aber ganz schön ranhalten. Ist nämlich schon 10 Minuten vor 11. Bitte? Ja. Tatsächlich. Ja, hättest du dich vorher ein bisschen beeilt, brauchst du jetzt nicht so zu hetzen. Aber die Badezimmer schaffe ich ja trotzdem noch. Nee. Ja, nun mach mal los. Nun mach mal, dass die Kleine nicht so lange warten muss.